entgegenfieberten, waren unsere beiden glücklichen Gewinner auf dem Weg in die Garderobe ihrer Lieblinge. Ja, hi, also ich bin die Sabrina. Und ich die Christine. Ja, und wir sind hier in der Westfalenhalle unter der Bühne. Und wir treffen gleich Kurt in Sieg, weil wir den Megapreis gewonnen haben bei Bravo TV. Und wir sind total aufgeregt. Anfangs noch ganz schön nervös tauten Sabrina und Christine nach herzlichen Umarmungen mit den Jungs sichtlich auf, übergaben Geschenke, besorgten Autogramme und stellten neugierige Fragen. Wir wollten fragen, ob ihr für das nächste Jahr Vorsätze habt. Ich versuche jeden Tag, wenn ich schlafen gehe, gute Vorsätze zu haben für den nächsten Tag. Weil ich nicht so glaube, in jedem jedem Jahr nur ein oder zwei Tage darüber nachzudenken. Ich glaube, dass man das jeden Tag machen soll. Schließlich blieben den Jungs nur noch wenige Minuten bis zur Show, in der sie mit völlig ausgeflippten Outfits auftraten. Das ist Lees verrücktes Shirt. Er spielt den Irren. Er ist gerade aus einer Anstalt geflohen. Nein! Wo sind Eloys Klamotten? Sie sind nicht da, obwohl sie ziemlich gut sind. Hier ist ein Teil davon, aber das sagt wohl nicht wirklich viel aus. Hallo Dortmund! Hello, ladies. Good evening. It's very nice to be here. 2 years ago, we played here on the Bravo Super Show, and we were just many of the acts. And now we're here with just a few. Thank you very much. Eine Londoner Häuserfront aus dem 19. Jahrhundert bildete das Bühnenbild, das vor allem Balladen stimmungsvoll unterstützte. Eine Überraschung boten Zita mit ihrem Hit You Know, den sie auf Spanisch mit dem Titel Sabes Bien sangen. Aber auch schnelle Rhythmen überzeugten die begeisterten Fans. Wir singen Zoom vom Forever Friends Album, da wir es auf der letzten Tour nicht gebracht haben. Jetzt hat es eine tolle Choreografie und wird von Lee gesungen. Du singst übrigens ziemlich gut auf der Bühne. Zoom ist sung by Lee. It's really nice song. You sing quite well now on stage. It's good. Auch bei Zoom gaben Lee und die anderen alles. Das Publikum spürte, wie ausgelassen und glücklich Korn in the Act sich am Ende eines langen und anstrengenden Jahres fühlten. Wir haben wirklich alles erreicht, was wir erreichen wollten. In allen Ländern, in denen wir waren, haben wir Gold verliehen bekommen. Gold, you know, and everything we did. We made it, so. And I think, wir sind unseren Fans unglaublich dankbar, dass sie uns unterstützt haben, dass sie auf unseren Shows waren und uns so viele Briefe geschrieben haben. Ohne ihre Unterstützung wären wir vielleicht auch in großen Hallen, aber ohne unsere Zuschauer wären es große leere Hallen. Deshalb danke ich euch allen, ihr habt uns sehr glücklich gemacht. So, thank you to all the fans. You really touched us this year. Unsere Megapreisgewinner und all die anderen Mädchen in der Halle waren von der romantischen, aber auch actionreichen Show der Jungs begeistert. Gespannt könnt ihr schon jetzt sein, was Korn in the Act euch 1997 bieten wollen. Wenn du diese Sendung seht, dann sind wir alle auf Ferien, dann machen wir Urlaub. Und im Februar gehen wir wieder im Studio, um Songs aufzunehmen für das dritte Album. Wir haben schon 5 Songs aufgenommen. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Songs dafür. Sabrina und Christine konnten nach der fast 2-stündigen Show nicht glauben, was sie an diesem 20. Dezember mit ihrer Lieblingsband erlebt hatten. Der beste Tag überhaupt, also den ich je erlebt habe. Ein Traumtag überhaupt. Ja. War toll.